Ich ess Blumen, denn Tiere tun mir leid. Lieber Akazien statt nen dicken, fetten Schinken. Ich ess Blumen, Fleisch bringt mir Übelkeit. Und die Fäkalien tun dann auch nicht mehr so stinken. Herzlich willkommen zu meiner persönlichen 28-Tage-Challenge, beziehungsweise dem Ende der 28-Tage-Challenge. Die Zeit verging wirklich wie im Flug. Es war eine ganz besondere Herausforderung, die ich an mich selbst gestellt habe. Jetzt die Frage, ist es ein Erfolg? Das kann ich auf jeden Fall bestätigen, denn ich habe meinen inneren Schweinehund überwunden. Wackel, Dackel, du. Was waren meine Ziele und habe ich sie erreicht? Zuckerverzicht. Definitiv habe ich so wenig Zucker wie schon lange nicht mehr zu mir genommen. Das tat meiner Gewichtsreduktion sicherlich besonders gut. Ja, ich habe Obst gegessen, auch darin befindet sich eine ganze Menge Zucker, aber da hat man doch nicht ein ganz so schlechtes Gewissen. Bewusster Essen. Auch da kann ich einen dicken, positiven Haken dran machen. Denn in den ersten 14 Tagen der Challenge habe ich mich überwiegend vegan ernährt. Zumindest habe ich auf Fleisch und Fisch zu 100% verzichtet. Ich habe ja damals gesagt, ich möchte gerne jeden Tag eine kleine Sporteinheit machen. Das habe ich fast geschafft, auch wenn es manchmal nur ein kurzer Spaziergang gewesen ist. Hier mal ein Blick auf meine Sportaktivität des vergangenen Monats. Ich bin insgesamt 107 Kilometer unterwegs gewesen. 107 Kilometer, krass. Und ich habe 34 Trainings insgesamt absolviert. Nicht an jedem Tag eine. Das sieht man auch dann gleich nochmal in der Darstellung. Jeden Tag ein kleines Video oder Foto. Okay, vielleicht nicht jeden Tag, aber dafür an manchen Tagen dann auch 2 oder 3 Beiträge, immer wie es gerade so gepasst hat. Mein nächster Punkt war mein Wunschgewicht 85 Kilo. Ja, tschakka, auch das habe ich tatsächlich geschafft. Hier noch einmal die Wiegung vom Freitag, den 25. Februar. Darf ich mich aufstellen? Schaka. Ich habe es leider nicht geschafft, das Video zeitiger fertigzustellen, aufgrund des schönen Wetters, das heute auch wieder draußen ist. Das Ergebnis ist für mich wirklich sehr beeindruckend. Ich habe insgesamt eine ganze Menge an Bauchfett sichtbar und auch fühlbar verloren. Haben mir die Nahrungsergänzungsmittel gefallen, die Präparate, die man hier auch nochmal aufgebaut sieht? Da muss ich ein nicht ganz eindeutiges Nein, aber auch kein Ja geben. Also, jein. Die Produkte haben es mir definitiv leichter gemacht und ich hatte das Gefühl, meinem Körper wichtige Nährstoffe und Vitamine zuzuführen und somit grundsätzlich etwas Gutes für mich zu tun. Was bedeutet jetzt leichter gemacht? Okay, dadurch, dass man halt einen Shake zu sich genommen hat, braucht man sich nicht so viele Gedanken darüber zu machen, was man kocht. Der Shake ist schnell zubereitet und macht satt. Es geht wirklich überhaupt nichts über ein gutes, leckeres Essen, muss man auf jeden Fall sagen. Und da darf es für mich gerne auch mal ein Stück Fleisch und auch Fisch sein, auf jeden Fall. Waren die Präparate lecker? Ich sage es mal so, es geht bestimmt besser. Warum ist das so? Wenn ich an das Koloaktiv denke, das ist zur Darmreinigung, wird das eingesetzt. Das ist hier in dem Kasten drin gewesen. Das schmeckt mir pur eingenommen mit Wasser gar nicht. Einige der Teilnehmer an diesem Programm haben da Kakao reingemacht. Ich habe es mir durch die Zugabe von Heidelbeeren meistens, da war es ganz okay, da konnte man das echt ganz gut schnell mal runterkippen. Die Vita-Lutsch-Tabletten, die waren wirklich ganz okay. Die waren für mich so ein bisschen wie Brausebonbons, so ganz leicht. Das sind die Vitamintabletten auf jeden Fall gewesen. Und dann natürlich das Hauptprodukt, das Hauptpräparat, würde ich jetzt mal sagen, der Proteinshake. Im Großen und Ganzen war der auch völlig okay. Leider ist in dem Paket allerdings nur eine Geschmacksrichtung vorhanden. Ich persönlich mag Vanille wirklich sehr gerne, aber nicht jeden Tag. Anfänglich durfte man am Tag bis zu 3 Shakes zu sich nehmen.
Ich habe es tatsächlich meistens geschafft, immer mindestens einen zu reduzieren. Besonders zur Abendmahlzeit hätte ich mir eine neutrale Geschmacksrichtung gewünscht, sodass man den Shake auch mal mit Gemüse besser zubereiten kann. Denn ich habe es probiert, Vanille mit Avocado-Geschmack oder Sellerie schmeckt mir nicht so gut. Da ist mir doch beim Schneiden des Videos eben noch was aufgefallen. Was hat mir besonders gut gefallen an dieser Art des Fastens? Man muss halt nicht nur die ganze Zeit Pülverchen zu sich nehmen, sondern darf auch mal leckere Mahlzeiten zu sich nehmen. Natürlich immer möglichst kalorienreduziert. Aber das ist eben das Besondere und auch das Abwechslungsreiche an dieser Art des Fastens. Und deswegen hat mir das sehr gut gefallen. Ich finde, das musst du unbedingt noch in das Video mit rein. Was hat mir persönlich geholfen? Erstens habe ich mich nicht alleine gefühlt. Es war für mich gefühlt eine ganze Gruppe, mit der ich es zusammen gemacht habe. Im Besonderen natürlich war es gut, dass ich das mit dem Körperformenzentrum Badovik zusammen gemacht habe. Es gab eine WhatsApp-Gruppe, in der man sich austauschen konnte. Die Gruppe hat mich ein bisschen motiviert. Die meiste Motivation habe ich aus mir selbst geschöpft. Denn in Anführungszeichen den Druck, den ich mir selbst gemacht habe, indem ich es nach außen getragen habe, ich habe es auf Facebook gepostet, auf YouTube, auf Instagram, sogar auf TikTok, ich weiß gar nicht wo noch, achso, auf meinem WhatsApp-Kanal habe ich es teilweise auch nochmal mit in die Statusmeldung mit reingehauen. Das pusht einen so ein bisschen, dass man gezwungen ist, weiterzumachen, dass man es durchzieht. Denn man möchte ja sein Gesicht nicht verlieren. Dazu muss man aber auch noch sagen, das ist so wie mit dem Aufhören des Rauchens. Das habe ich 2004 geschafft. Man muss es einfach auch wollen. Und ich wollte es auf jeden Fall. Wie geht es jetzt weiter? Ich bin immer noch sehr motiviert und darum werde ich auf jeden Fall dranbleiben. Das bedeutet, ich versuche weiterhin so viel wie möglich auf weißen Zucker zu verzichten. Fleisch versuche ich ebenfalls nur so wenig wie möglich zu essen. Fisch esse ich halt auch gerne. Ich denke mal, das ist auch okay. Man will ja auch Lebensfreude haben. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Darauf könnt ihr euch verlassen. Nicht mehr ganz so viele Videos, wie es jetzt vielleicht die letzte Zeit gewesen ist. Aber so ein bisschen süchtig bin ich halt schon nach Exhibitionismus. Ich sage an dieser Stelle einen ganz, ganz herzlichen Dank an euch alle da draußen. Vielen Dank für eure Likes, für eure Unterstützung, für eure lieben Worte. Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht, euch daran teilhaben zu lassen. Und dann auch nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an das Team vom Körperformzentrum Badovik. Super, wenn ihr mal Lust habt, vielleicht auf so ein Training, meldet euch da mal an, geht mal vorbei, schaut euch das mal an. Ich werde jetzt das letzte Training meiner 28-Tage-Challenge durchziehen. Danach gibt es natürlich noch weitere. Bei dem Wetter draußen, die Sonne scheint nämlich mächtig, ist es wirklich eine Freude für mich, rausgehen zu dürfen. Bleibt gesund, macht's gut und bis ganz bald, euer Michael. Tschüss, tschüss, ich verabschiede mich mit einem kleinen Liedchen, das ganz gut dazu passt. Ein Hoch auf uns, auf dieses Leben, auf den Moment, der immer bleibt. Oh, ein Hoch auf uns, auf jetzt und ewig, auf einen Tag oder auf 28 oder auch auf 128. Unendlichkeit. Okay, bis bald. Tschüss, tschüss, euer Michael. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Jeden Tag ein kleines Video oder Foto, wenn wir mal zurückblicken, was ich da alles so gepostet habe.
Da war ich letzten Samstag in Bad Bevensen gewesen. Hier ein kurzes Video vom letzten Sonntag. Dann die Geschichte mit der Ukraine. Unfassbar, wirklich unglaublich. Letzten Freitag das Wiegen bei Robert im Körperformzentrum Barneveld. Ein Schnappschuss am Morgen, auch kurz nachdem herauskam, dass die Ukraine angegriffen wurde. Jubiläum Hotel Bad Bevensen. Mein Glückscookie, mein Aufenthalt in Waren war auch wirklich toll, habe ich auch wirklich gut überstanden, auch gewichtsmäßig hat mir das nichts ausgemacht. Die hatten ein tolles Fitnesscenter, das ich nutzen konnte, das war wirklich super. Ich habe mir auch was gegönnt, wie ihr seht. Ich habe eine Wanderung gemacht, hier auch nochmal eine Fahrt zum Körperformzentrum nach Badowik. Dann war ich hier beim Friseur, das war auch sehr lustig. Hier wollte ich abends nicht mehr rausgehen, weil das Wetter zu gruselig war. Hier, mein Duscherlebnis, das war doch echt der Burner. Old Grey trinkt Earl Grey, oder wie war das? 28-Tage-Challenge in Uelzen, auch das Training hat mir super gefallen. Leckeres Essen hat meine Maus für mich gemacht, das war wirklich super. Ja, da waren die Schuhe wieder sauber. Nachdem ich sie mir zuvor ja richtig schön eingesaut hatte im Matsch. Livestreams habe ich auch gemacht, auch das hat wirklich Spaß gemacht. Mein Training mit Saskia, auch das war wirklich sehr schön. Auch da wieder zwischendurch nochmal wieder gewogen. Insgesamt war es eine wirklich sehr kurzweilige Zeit. Hier habe ich sogar selber gekocht. Hahaha. Eine Spende habe ich auch gegeben für in Not geratene Pferde, die ja, denen es leider nicht so gut geht. Auch die Kollegen haben mich unterstützt. Ich habe einiges an Equipment ausprobiert. Mein Handy ist auch ziemlich voll mit Videomaterial. Hier nochmal die Zähne mit den, ja, mit den Socken, mit den schmutzigen Schuhen. Die Socken musste ich leider entsorgen. Auch das leider nicht so schön beim Walking-Spaziergang. Die Kippen im Wald gefunden. Echt. Nicht schön sowas. In Lüneburg bin ich gewesen. Auch hier nochmal der Hinweis auf eine Playliste von einer Musikerkollegin. Die Walking Tour mit Schnucki, die war natürlich auch spitzenmäßig. Und hier wieder mal ein Livestream, sogar diesmal mit Songtextdateien. Frauenpower-Tee war sehr lecker, leider alle. Messergebnisse. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch das gerne nochmal auf meinem Facebook-Account und auch auf meinem Instagram-Kanal anschauen. Es steht dort für alle frei zur Verfügung. Die Walking-Runde, meine erste Walking-Runde mit den Kühen, die war auch wirklich toll und auch lustig. Alo Gobi, das war auch super lecker. Haben wir gerade letztes Wochenende, Samstag und Sonntag und heute haben wir den Rest gegessen. Dieser Beitrag war auch unfassbar, dass die Jungen Kollegen von der Polizei einfach erschossen wurden. Was geht in den Menschen bloß vor? Ja, jetzt kommen wir so langsam an den Startpunkt. Es dauert nicht mehr lange. Hier so eine kleine Fußgänger-Spaziergängerrunde und da ist schon der Startschuss. Und jetzt haben wir schon den 28. Februar. Der März steht vor der Tür. Das Leben ist manchmal like Candy. Also macht's gut, ihr Lieben. Es war mir eine Freude.